Ja, willkommen zu einem neuen TechView Vlog und diesmal habe ich was Interessantes ausgegraben. Ihr kennt sicherlich, und dafür muss ich mich ein wenig bewegen, das Yola Tablet, das ich hier in meiner Hand halte. Und das ist ja im Grunde genommen ein Device, das in nur sehr geringen Stückzahlen verkauft worden ist und wo wir eigentlich vom Tablet Disaster sprechen, das Yola irgendwie veranstaltet hat. Oder dass denen unterlaufen ist, was kurz dazu geführt hat, dass sie fast pleite gegangen sind. Nun, jetzt gibt es die News, dass es ein neues Tablet geben soll. Im Grunde genommen ein Yola Tablet 2 oder sagen wir mal ein Yola Tablet Improved, weil im Grunde genommen hat sich nichts geändert, wenn wir uns mal die News ein bisschen anschauen und das Design ein bisschen anschauen. Dazu wechseln wir mal direkt auf den Bildschirm und da sehen wir auch schon den Thread, den ich auf togetheryola.com gefunden habe und da sehen wir auch schon einige Renderbilder. So soll das Ganze aussehen. Yota, so soll die Firma heißen, die das Tablet produziert. Ihr seht jetzt hier, das scheint wohl ein echter erster Prototyp zu sein und wenn man genau hinschaut, wird man sehen Intel und Sailfish. Das heißt, das wird wirklich nicht von Yola kommen, sondern das wird von einer Drittanbieterfirma kommen, die das Gerät dann wiederum mit dem wahrscheinlich selben Intel-Prozessor ausliefern wird und mit Sailfish OS, natürlich dann der neuesten Version. Und so sieht das Symbolbild aus, das man auch in dem Thread findet. Und da sehen wir auch nochmal Sailfish OS in seiner Pracht. Wir sehen auch wieder die Kamera, wir sehen sogar an der Seite hier den Slot für MicroSD-Karte und USB und auf der anderen Seite eben Volume Rocker, also Volume hoch und Lautstärke hoch und runter und den Power Button sowie ein Anschluss für 3,5 mm Klinke. Und auf der Rückseite sehen wir unten hier auch noch die zwei Lautsprecher. Das heißt, im Grunde genommen ist es das gleiche Design und wenn wir uns den Thread anschauen auf talk.memo.org gibt es dort noch einige weitere Informationen, die im Grunde genommen besagen, dass es sich um eine Weiterentwicklung des Yola Tablets im Grunde genommen handelt. Von der Hardware her wird einfach nur ein Sharp LCD verwendet. Ich weiß gar nicht, was das Yola Tablet verwendet. Es könnte sein, dass es ein anderes ist. Es wird ein neues PCB, also ein neues Mainboard im Grunde genommen, so könnte man sagen, verwendet für das Tablet. Und es wird ein etwas größerer Akku verwendet, 4500 mAh anstatt 4300. Also in der geringen Zahl ein bisschen was mehr, aber es sollte, glaube ich, nicht länger halten, fürchte ich. Und es soll eben mit einer offiziell lizenzierten Sailfish OS Version daherkommen, sprich wahrscheinlich eben auch mit Android Support. Und es wird sogar an einem neuen Keyboard Cover gearbeitet, das kann man in dem Original Thread, der ebenfalls verlinkt ist, auch mal sehen. Leider kann man die Bilder nicht größer ziehen, deshalb will ich es hier nicht zeigen. Auf jeden Fall wird daran auch nochmal gearbeitet. Es wird darüber geredet, dass dieses Tablet dann von dieser Firma dann vorgestellt werden soll in China, weil das in China vor allen Dingen dann präsentiert wird oder hergestellt wird vor allen Dingen. Ich glaube, sogar eine chinesische Firma ist. CCW 2017 in Hongkong findet statt vom 16. und 18. Mai, soll dann mehr Informationen haben. Und geplant ist da dann eben den finalen Prototypen dabei zu haben und zu präsentieren. Genauso wie dann auch irgendwann mal das Keyboard, die Keyboard-Geschichte, die dort präsentiert werden soll. Es soll dieses Tablet auch noch in einer Spezialfassung mit 128 GB internem Speicher geben, als rote Fassung. Und das soll eben schon auch vor dem CCW 2017 dann erscheinen bzw. hergestellt sein. Und es ist noch nicht klar, wie es hier heißt, ob die Firma ein Crowdfunding machen wird für eben dieses Tablet. Ich habe da irgendwie so meine Bedenken, was Crowdfunding angeht für Tablets mit Sailfish OS und vor allen Dingen, wenn es jetzt sogar die gleiche Hardware im Grunde genommen ist. Nun ja, aber vielleicht können ja die Leute, die ihr Geld zurückbekommen von Yola, dann pünktlich dazu dann ihr neues Yola-Tablet-Ersatzgerät dann bestellen mit Sailfish OS. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Schön ist, dass auf jeden Fall hier eine Weiterentwicklung stattfindet, dass noch jemand an einem Sailfish OS-Tablet arbeitet, eine Firma, und dass man auch daran gedacht hat, ein neues PCB dort einzubauen, also die neueste Revision der Hardware dort zu verwenden, die dann ein paar Bugs dann ausgemerzt haben sollte. Beispielsweise die ganzen Überhitzungsbugs, die ich zum Beispiel hatte mit meinem Gerät,
Hoffentlich ist die Qualitätskontrolle dann auch besser. Und ja, das ist im Grunde genommen das, was die große neue Nachricht ist, weshalb ich mich entschlossen habe, doch noch einen Vlog zu machen. So, jetzt seht ihr mich wieder, hoffentlich auch scharf. Noch eine Frage, die ich beantworten möchte, weil ich die auch per Twitter jetzt gerade wieder mal bekommen habe und eigentlich fast ja, einmal in der Woche mindestens 2-3 Mal beantworte, deshalb hier mal offiziell in einem Video, zumindest an alle deutschsprachigen. Ja, es wird weiterhin Selfish OS-Geräte geben. Die kommen zwar nicht mehr von Yola selber, weil Yola jetzt eine reine Softwarefirma ist, aber wenn ihr den MWC verfolgt habt, werdet ihr wissen, dass das Sony Xperia Open Device Programm eben von Yola auserkoren worden ist, das nächste große Selfish OS Portierungs nächste großes Portierungsmarathon soll eben auf diese Sony Xperia Open Device Programm Geschichten oder Geräte gemünzt sein. Das heißt, das nächste Gerät, was rauskommen wird, das Community Device Gerät, wird das Xperia X sein, Ende Juni, Anfang Juli. Ich weiß nicht, das ist so die Ankündigung. Wir wissen, wir kennen Yola so ein bisschen. Es kann sich natürlich auch in der Entwicklung ein bisschen was verzögern. Müssen wir mal schauen, wie es aussieht. Ansonsten, was gibt es sonst für Geräte in Russland? Ist das iNeu R4 rausgekommen, glaube ich, so heißt es. Oder iNeu auf jeden Fall. In Südamerika kommen in diesem Jahr 2 Geräte raus. Einmal von Yala und einmal, Namen vergessen, auf jeden Fall eins der Geräte heißt Asion. Und das soll dann eben in Südamerika rauskommen. Ansonsten für den europäischen Markt lohnt es sich wirklich mal an diesen Sony Open Device Programm Gedönse mal nachzuschauen. Es kann durchaus sein, dass dann, wenn das Sony Xperia X dann fertig ist, wenn es draußen ist, als Community Device vielleicht sogar verkauft wird, dass auf jeden Fall auch ein Download dieses Images bereitsteht, sodass wenn ihr ein Sony Xperia X habt, dann das Ganze einfach aufspielen könnt. Ob weitere Sony-Geräte, ich gehe mal davon aus, dass weitere Sony Xperia Open Device-Geräte dann unterstützt werden, allerdings nicht direkt jetzt im Ende Juni, Anfang Juli, August-Zeitraum, sondern das wird dann sich noch ziehen bis Ende des Jahres, glaube ich, bis dann immer mehr Geräte dann auch eine Unterstützung erfahren, wie beispielsweise das von mir eher geliebte Xperia X Compact. Also ich liebe es ja eher etwas kompakter als zu groß. Und ja, da müssen wir also mal schauen. So, das war jetzt mein etwas doch längerer TechView-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt gespannt oder enttäuscht oder verwirrt. So ein bisschen, dass jetzt ein neues Tablet mit Selfish OS auf dem Markt kommt, was im Grunde genommen die gleiche Hardware hat wie eben mein Yola-Tablet. Naja, vielleicht für diejenigen, die jetzt ihr Refund bekommen von Yola, die Möglichkeit halt nochmal zuzuschlagen. Ansonsten habt ihr jetzt ein kleines Update dazu erfahren, was die neuen Selfish OS-Geräte angeht, die wahrscheinlich oder wie wahrscheinlich jetzt in diesem Jahr dann doch noch erscheinen werden. Und beim Xperia X kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall erscheinen wird, außer Yola macht irgendwie pleite, was eher unwahrscheinlich ist, weil die Finanzierung bis zum Ende des Jahres irgendwie schon gesichert sein sollte, so wie ich es gehört habe. Müssen wir also mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Auf jeden Fall eine positive Nachricht, dass wir hier neue Geräte bald dann haben werden. Und spätestens als Tablet übrigens soll allerfrühestens im August wahrscheinlich dann bei den Leuten sein. Das heißt, Crowdfunding vielleicht im Mai bereits. Im Juni wird dann, wenn das Ganze fertig ist, das Ganze in Produktion geschickt. Ich lese das jetzt hier alles ab, was da steht. Und das dauert dann nochmal 45 Tage, bis das Ganze hergestellt worden ist. Und bis es dann ausgeliefert wird, werden wir wahrscheinlich im August sein. Das ist so die Einschätzung desjenigen, der anscheinend da mehr Informationen hat, Insider-Informationen, eventuell arbeitet er sogar für die Firma. So, das war's jetzt für diesen Vlog endgültig und bis zum nächsten Mal. Ciao.